Der Weg zum Familienkreis. Jonas hat beim Abholen seiner Tochter in der Kindertagesstätte ein Plakat gesehen, auf dem was von Infotreffen zum Familienkreis geschrieben steht. Jonas möchte mit Tina und den Kindern den Glauben, das Alltagsleben und gut gestaltete Freizeit erleben. Dabei möchte er nette Menschen treffen. So etwas kennt er noch aus der Jugendzeit in der Pfarrgemeindearbeit. Ina und Gisela haben beim Frühstück in der Zeitung gelesen, dass bald in der Pfarrei St. Anna ein Treffen für interessierte Eltern zur Neugründung eines JG-Familienkreises stattfinden wird. Sie suchen mit ihren beiden Kindern nach Anschluss an andere Familien, weil sie erst vor einiger Zeit in diesen Ort gezogen sind. Sandra und ihr Mann Thomas haben von Freunden gehört, dass diese mit anderen Familien in einem JG-Familienkreis sind und dass dort viele tolle Dinge gemacht werden. Sie haben auf der Homepage www.jg-münster.de eine Anfrage gestellt. Nach kurzer Zeit nimmt eine JG-Mitarbeiterin zu Ihnen Kontakt auf und lädt Sie zum Treffen in der Pfarrei St. Anna ein. Klaus und seine schwangere Freundin Johanna haben die Telefonnummer vom Flyer am Plakat angerufen und mit der JG-Mitarbeiterin ein gutes Gespräch geführt. Sie sind auf den Infoabend gespannt und haben Johannas Mutter als Babysitterin für ihre Tochter engagiert. So erfahren beide gemeinsam von den JG-Familienkreisen und können einen ersten Eindruck von den anderen interessierten Eltern bekommen. Es ist der Abend des Treffens. Die Gruppe wird größer. Es sind noch zwei Mütter spontan vorbeigekommen, weil sie am Wochenende über das Treffen in den Fahrnachrichten gelesen haben. Auf Facebook hatte jemand den Zeitungsartikel gepostet und Sandra hatte das Plakat in ihrer WhatsApp-Story veröffentlicht. Vor Ort erklärt die JG-Mitarbeiterin, was andere Familienkreise in der JG so machen, wie oft sie sich heutzutage treffen und wie sich andere Kreise organisieren. Methodisch gestaltet lernen sich die Eltern besser kennen. Man kommt ins Gespräch. Als alle Fragen für den Abend geklärt sind, werden mit den Anwesenden noch Folgetermine besprochen. Das Angebot steht, dass die JG die nächsten Wochen des Kennenlernens begleitet. Beim nächsten Mal möchten Jonas und Tina noch Bekannte aus der Kita mitbringen. Nach einigen Wochen haben sich dann 5 bis 7 Familien zusammengefunden und gehen als Familienkreis mit der jungen Gemeinschaft den nächsten Lebensabschnitt weiter. Euer Weg im Familienkreis, gestärkt durch die JG.